Guten Morgen, Freunde, Freunde. Ich hoffe, es geht euch gut und herzlich willkommen zu diesem neuen Daily Vlog. Ja. Same Outfit as yesterday, aber ist mir egal. Hauptsache, ich werde warm gehalten in der Kälte draußen. Und genau, gleich geht's zur Frühschicht und ja, ich wurde gerade von einer Armada von Traktoren geweckt. Die Landwirte streiken ja ab heute. Aber hoffen wir mal, dass meine Kollegen alle halbwegs pünktlich und normal zur Arbeit kommen. Weil sonst bin ich aufgeschmissen. Aber ich halte euch auf dem Laufenden. Bis gleich. Ja, Freunde, Kumpel, Arbeitskollege hat mir erst eine Softbox verkauft und die muss ich jetzt auf dem Fahrrad nach Hause transportieren. Aber ich freue mich, dass ich sie von ihm bekommen habe. Also, beste Grüße gehen raus, Maxi, falls du das siehst. Und ja, ich fahre jetzt nach Hause und hoffe, dass das Ding auf dem Weg nicht kaputt geht. Also, bis gleich. So, Freunde, Freunde, mittlerweile bin ich auch zu Hause angekommen. Ja, die Softbox, die ich einem Arbeitskollegen hier abgekauft habe, hat einen minimalen Schaden, weil mir der Sack, in dem ich die transportiert habe, in die Speichen gekommen ist. Aber nichts Dramatisches, es ist noch alles gut, also ja. In diesem Sinne nochmals Shoutouts an Maxi. Ich werde die aber gleich erst vernünftig ausprobieren können, aber bin guter Dinge, dass sie ihren Zweck erfüllt. Also bis gleich. So, Freunde, Freunde, ihr seht, fleißig am Videos aufnehmen und Fotos machen für meinen YouTube-Kanal hier natürlich zum einen und zum anderen für meinen Instagram-Channel zum Thema Taschenmesser, der ist hier Felix Knives. Nee, gar nicht. Der ist Project Underline P Underline Knives. Den Namen schreibe ich euch hier mal in die Ecke. Und genau, aktuell geht es um das Victorinox Deep Dive, ein sehr schönes Messer aus der Designwettbewerbreihe von Victorinox. Ich finde das Design super cool, ist tatsächlich, to be honest, eines der schönsten Messer in meiner Sammlung vom Design her. Und genau. Ich versuche halt irgendwas Fancy-mäßiges draus zu schneiden, aber schauen wir mal, was wird. Ich mache hier jetzt ein bisschen weiter, also bis gleich. So, Freunde, Freunde, ich habe jetzt noch ein bisschen rumprobiert mit der Softbox und einem Taschenmesser-Video zum Deep Dive. Das Ergebnis ist noch nicht ganz zufriedenstellend. Ich muss da noch weiter rumexperimentieren, wie genau ich das alles mache. Aber seid gespannt und abonniert den Kanal, um solche Videos, wenn sie denn endlich fertig sind, nicht zu verpassen. Ja, wie immer hoffe ich, der Vlog hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir doch gerne mit einem Like und abonniert auch gerne meinen Kanal, wenn ihr mögt. Das würde mich sehr freuen und unterstützen. Und genau, ich werde jetzt nur noch den Vlog schneiden und dann pennen gehen, weil ich wieder Frühschicht habe morgen. Und in diesem Sinne sage ich, haut rein, ciao, ciao und bis morgen.